Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück. Los, hier steigt die Party. Ganz genau, bei einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Heroes Omega. So, wir wärmen uns hier ein bisschen im Avengers Tower auf und außerdem habe ich Maria Hill gefunden, mit der wir über Latveria sprechen sollen. Nämlich hier, Agent Maria Hill Coulson. Die Geheimnisse von Latveria, also die Quest war ja, melde dich bezüglich Latveria bei Maria Hill im Avengers Tower. Anscheinend meinten die eigentlich Phil Coulson, deswegen reden wir doch mal mit Coulson über Latveria, vielleicht lernen wir noch was. Susan Storm hat dich also wegen Latveria zu mir geschickt. Da hat offenbar jemand tatsächlich den Sicherheitsbericht gelesen, den ich letzten Monat eingereicht habe. Latveria ist ein winziges Königreich in Zentraleuropa. In etwa wie Transsilvanien und nur ohne Touristen. Berge, finstere Wälder, märchenhafte Dörfer, alles was so dazugehört. Es ist eigentlich ein relativ wohlhabendes Land, dem es gelungen ist, die sektiererischen Probleme seiner Nachbarn zu vermeiden. Manche würden sogar behaupten, es ist eines der sichersten Länder auf der ganzen Welt. Dabei vergessen sie aber natürlich, dass dieser Frieden mit Hilfe einer Roboterarmee aufrechterhalten wird, die dem Mann bedingungslos ergeben ist, der das Reich im wahrsten Sinne des Wortes mit eiserner Faust regiert, dem Monarchen Victor von Doom. Wäre dieser Doom nur ein weiterer dieser gepanzerten Superschurken, wäre das schlimm genug, aber er verfügt über magische Kräfte, die ganz ehrlich gesagt mein Verständnis übersteigen. Aber weißt du, wer dir mehr zu diesem Thema erzählen kann? Magic. Darüber in Xaviers Schule. Drüben in Xaviers Schule. Mit der Wegmarke dort kannst du hinreisen und dir anhören, was sie zu sagen hat. Ja, Victor von Doom ist nicht nur ein genialer Wissenschaftler, der hyperintelligent ist und so weiter und so fort. Nein, er ist auch noch ein Magier, ein Sorcerer, also quasi ein Sorcerer Supreme. Sowas, Doctor Strange-mäßig und so ist der unterwegs, also ziemlich mächtig. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal zu Xaviers Schule. Bevor wir weitermachen, ich weiß, das ist ein bisschen off-topic, weil wir ja in Norwegen ausgestiegen sind. Aber es ist etwas, was ich euch gerne gezeigt hätte, bevor wir zu Doom gegangen sind. Leider konnte ich das nicht mehr, weil ich irgendwie dieses Fragezeichen übersehen habe. Oder es wurde mir nicht angezeigt zumindest. Jedenfalls haben wir jetzt hier die Möglichkeit, das nachzuholen. Und das machen wir auch gerne. Weil ich die Story schon ein wenig interessant finde. Und hier ist Magic. Moment mal, soll das heißen, dass Dr. Doom an all den Problemen beteiligt war, mit denen wir es zu tun hatten? Was für ein Fiesling. Nicht nur an den Problemen beteiligt war, mit denen wir es zu tun hatten, sondern ihm haben wir es ja auch zu verdanken, dass Loki jetzt überhaupt seinen Plan durchziehen kann. Also ist es immer noch allgegenwärtig. Es ist allgemein, dass Doom von einem Hightech-Panzeranzug umgeben ist. Darüber vergessen manche, dass er auch einer der mächtigsten Magier auf diesem Planeten ist. Seit seiner Kindheit war Doom von der Idee besessen, die Seele seiner Mutter aus den Tiefen der Hölle zu retten. Er ist davon überzeugt, dass der Schlüssel hierzu in einer Kombination aus Technologie und Magie zu suchen ist. Also, ich hätte ihm sagen können, dass das keine gute Idee ist, aber jemand mit einer Willensstärke wie er lässt nur ungern mit sich reden. Um sein offen gesagt irrsinniges Ziel durchzusetzen, hat Doom geheime Magie gehortet, die er besser in der Vergessenheit hätte ruhen lassen. Wenn ihm genügend Macht zur Verfügung stünde, ist nicht auszudenken, mit was für wahnsinnige Dingen du es dort zu tun bekommen könntest. Ich wünsche dir viel Glück, du wirst es wahrscheinlich brauchen. So, jetzt versteht ihr vielleicht nach und nach, warum Doom so gefährlich war, warum wir ihn unbedingt aufhalten mussten. Und er hat es ja geschafft, mit Hilfe von verschiedenen magischen Artefakten den kosmischen Würfel zu unterwerfen und damit sogar Dormammu zu schlagen, was sehr viel bedeutet, denn Dormammu ist ein sehr mächtiger Dämon. Wir gehen zum Shield Helicarrier, wollte ich sagen. Und sprechen noch einmal mit Sue Storm. War das Sue Storm? Ich glaube, das war nicht Sue Storm. Ich glaube, das war sie hier, die gute. Frag mich, woher ich das Zeug hab. Ganz genau, Silver Sable. Die Fantastic Four wurden ja aus dem Spiel entfernt, aus lizenztechnischen Gründen. Inzwischen hast du wohl eine bessere Vorstellung davon, was dich erwartet. Die Fantastischen Vier hatten mehr als alle anderen mit Doom zu tun. Und ich kann dir außerdem noch sagen, dass Victor von Doom zusätzlich zu all dem, was du bereits gehört hast, einen gewissen Edelmut besitzt. Ein Ehrgefühl, wie es kaum ein anderer Schurke vorweisen kann.
Verstehe mich nicht falsch, er ist ein Megalomane, der um jeden Preis aufgehalten werden muss. Aber im Grunde ist Victor nur eine gebrochene Seele, die glaubt, dass die Welt einfach nicht so ist, wie sie sein sollte. Und nur er selbst das zu ändern vermag. Wenn Victor nur nicht so stolz wäre, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Gutes er tun könnte, wenn er nur auf die Stimme der Vernunft hören würde. Viel Glück, meine Gedanken und Gebete begleiten dich. Gebete. So, damit haben wir das also abgeschlossen. Begib dich zu den alten Ruinen, machen wir jetzt, da gehen wir jetzt hin, mit dem Wegmarker hier in Kapitel 9. Standort der alten Ruinen. Also Freunde, los geht's! So, hier sind wir zuletzt ausgestiegen. Natürlich ist die Karte wieder zu, weil ich ja eine neue Aufnahmesession gestartet habe. Nichtsdestotrotz können wir hier hin. Es ist der Bifrost, der sich aktiviert hat. Und wir haben hier Eispalast. Ein frostiger Empfang. Reise durch den Bifrost in Norwegen. Genau das tun wir jetzt also. Los geht's, Freunde. Wir kämpfen ein andermal weiter. Ganz genau, wir kämpfen ein andermal weiter. Was ist hier passiert? Das ist die Regenbogenbrücke, der Bifrost. Hey, du da, Heimdall, was geht ab? Willkommen in Asgard. Die Stadt Asgard wurde von einer tückischen Seuche heimgesucht, welche Kraft dort auch schlummern mag. Sie hat meine ganze Stärke verbraucht und ist Vorbote einer Kälte jenseits der Kälte. Oh mein Gott, so kalt! Nur selten haben sich die Kräfte der Dunkelelfen und der Frostriesen zusammengeschlossen, um alles zu verwüsten. Ihr gemeinsamer Auftritt ist ein dunkles Omen, das auf einen größeren und gefährlicheren Feind hindeutet. Geh mit äußerster Vorsicht vor. Drei berüchtigte, niederträchtige Dunkelelfen haben ihre Verbündeten, die Frostriesen, in den Kampf gerufen. Du musst sie finden und aufhalten, sonst ist alles verloren. Wir sind Stufe 56 und wir sollen die drei Handlanger aufhalten. Sehr gut, neue Kraft wurde freigeschaltet. Und zwar sieht es so aus, wir haben jetzt die Wahl zwischen weite Handschuhe, was bloße Hände aktiviert, sobald wir Rückrufüberladung aktivieren. Also bloße Hände ist insgesamt 15 Sekunden aktiv. Am Ende von Rückrufüberladung bleiben uns vielleicht noch 5 Sekunden davon. Aber es ist während der gesamten Dauer von Rückrufüberladung aktiv. Das bedeutet, Rückrufüberladung wird dadurch verstärkt, was unheimlich mächtig ist. Wir können aber auch Luftkämpfe aktivieren, was bedeutet, dass Luftansturm 30% schneller zuschlägt. Also wir können uns 30% schneller bewegen, während es kanalisiert, so rum. Und außerdem wird Kree-Ansturm, das ist das hier, unser Dash, unser Tackle, wird um eine Sekunde reduziert pro Treffer hiervon. Also das heißt, wir können praktisch das dauerhaft im Wechsel aktivieren. Machen wir nicht, wir kämpfen nicht mit unseren wunderbaren Staturtalenten, vielleicht irgendwann mal, aber nicht in diesem Let's Play. Und dann haben wir noch Leergesaugt. Lebensentzug und extreme Erschöpfung verursachen 20% mehr Schaden und heilen 50% mehr Gesundheit. Also, das ist das hier und das hier. Ich benutze beides. Beides wäre sehr praktisch, aber ich denke, das wäre für Rogue im Tank-Modus effektiver. Wir machen das hier. Weite Handschuhe, um mehr Schaden zu machen. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch. Also, Freunde, wir sind jetzt richtig mächtig und wir kriegen auch noch das hier. Können wir mal hier reinpacken. Übrigens habe ich offscreen ein paar Ausrüstungsgegenstände für uns besorgt. Das sind die hier. Ich will euch noch nicht zeigen, was die machen. Also ne, hier unter dem Pfeil. Wir werden die anlegen, sobald ich Stufe 60 bin. Ich zeige euch auch, wo ich die gekauft habe, sobald ich Stufe 60 bin. Und es ist so, man muss die Werte immer wieder neu auswürfeln. Oh mein Gott, hier ist viel Action. Hier ist viel los. Hier ist Action in the house. Ja, ich habe... So, komm, wir machen mal hier. Rückrufüberladung. Und bloße Hände hat sich jetzt aktiviert. Kann man das hier sehen irgendwie? Nein, kann man leider nicht. Schade. Auf jeden Fall ist unsere Rückrufüberladung jetzt ziemlich mächtig. Eure Magie ist verwirkt. Eure Magie ist verwirkt. Kann man so sagen. So, Frostriesenverteidiger haben wir besiegt. Manchmal beschwören die Dunkelelfen hier etwas und man kann nicht mehr viel Schaden auf sie machen, während sie beschwören. Sie sind dann ziemlich tanky.
So, wir können mit den Leuten hier reden. Wir können, glaube ich, hier auch Asgardianer befreien. So wie den da zum Beispiel. Die können wir retten. Ja, gut, das war jetzt nicht wirklich gerettet, aber naja, ihr wisst schon. Eigentlich war es schon gerettet, aber nicht so, wie ich dachte. Ich dachte eigentlich, man kann ihn anklicken. Ja, auf jeden Fall bessere Ausrüstung. Das heißt, sobald wir Stufe 60 sind, können wir ordentlich richtig Action machen. So, wir gehen mal hier hin und machen Rückrufüberladung. So, ihr merkt, der Schaden von Rückrufüberladung ist schon wesentlich stärker geworden jetzt, weil wir nämlich die Kraft von bloßen Händen aktiv haben. Und die Pizza ist auch noch da. Sehr gut, ist doch vom letzten Mal. Ihr wisst ja, man kann Pizza am nächsten Tag auch wunderbar kalt essen. Geht doch nichts über kalte Pizza. Am Morgen danach. So, dann gehen wir mal hier runter. Den Level hier kenne ich zu gut, weil ich hier, also nur zu gut. Das ist jetzt mittlerweile Boss geworden, interessant. Den kann ich also nicht instant killen. Ich kann ihm aber Rückrufüberladung verpassen. Sie müssen tödlichen Stahl besitzen. Ja, das tun wir. Oh mein Gott, er hat Frostriesen gerufen. Und zwar zwei Stück. Hier ist Ewigkeitssplitter, den nehme ich gleich mal. Aber vorher saug ich mir einen Frostriesen aus. So, zack, Ewigkeitssplitter. Den hauen wir jetzt hoch und besiegen ihn auf die konventionelle Art. Sehr gut. So, übrigens, was ich noch nie gezeigt habe, ich weiß gar nicht, ob das am Anfang verfügbar war oder ob ich es einfach nur überlesen habe. Der hier, wenn wir den in den Folgmodus stellen, also in den uns Verfolgermodus, in den passiven Modus, und wir rufen ihn, dann bekommen wir 5% weniger Schaden, weil 5% des Schadens, den wir kriegen würden, auf ihn hier übertragen wird, ja, auf unseren Begleiter. Das ist unheimlich praktisch, aber ich gebe auf seine Kräfte, aber ich mache das jetzt noch nicht. Also, ich lasse ihn weiter inaktiv, zumindest fürs Let's Play, hier auf diesem Modus, so wie wir es momentan spielen. Da brauchen wir den noch nicht unbedingt. Aber wenn wir später mal bei richtig, richtig harten Gegnern sind, also bei dem Zeug, was so richtig hardcore abgeht und so, da macht das schon Sinn, wenn man so jemanden hat, weil man steckt dadurch ein bisschen mehr ein. Ja, der schluckt dann den Schaden für uns. Je mehr er schluckt, umso weniger müssen wir schlucken. Ihr merkt schon, wenn die langsam ein bisschen Schaden bekommen haben, dann machen die immer Beschwörung. Und offensichtlich klappt das auch immer. Sollte ich mir mal einen anderen Plan überlegen hier. Also Rückrufüberladung vielleicht erst dann aktivieren, wenn die ihre Frostriesen gerufen haben. Bollwerk der Räuber hieß der. Sehr gut, der wird besiegt. Wir machen natürlich wieder alles, ne? Wir decken die alles auf. Malekith kann euch nicht retten! So, weiter geht's. Hier lang. Hier durch. Hier sind ein paar kleine Dunkelelfen. Und da ist Doob. Nehmen wir gleich mal mit. Sehr gut. Und er hat einen einzigartigen Gegenstand verloren. Hier ist auch ein Zivilist, den wir befreien können. Die geben auch nochmal extra Erfahrungspunkte. Übrigens haben wir mittlerweile das hier auf plus 2. Das bedeutet, wenn wir eine Körper- oder Metallkraft aktivieren, wird unser Energieschaden stärker. Also sobald wir irgendwie Körperschaden machen, Metallschaden haben wir ja momentan nicht, wird unser Energieschaden stärker. Das heißt also, unsere Spezial wird stärker und unsere Auslauf. Wir machen eigentlich fast nur Körper- und Energieschaden. Ist also ziemlich cool. Ansonsten können wir damit nichts anfangen. Sehr gut. Also wir müssen einmal wenigstens Körperschaden zufügen. Und dann macht ist unser Energieschaden richtig mächtig. Diesmal warte ich, bis er beschworen hat. Jetzt hat er beschworen, jetzt machen wir die Überladung. Perfekt, hat diesmal super funktioniert. XG nehmen wir mit, hier ist noch Attack Speed. Ein kleiner Attack Speed Buff, den können wir sehr gut gebrauchen. Jetzt nochmal Danger Room Szenario. Ja, die zeige ich auch noch irgendwann, die Danger Room Szenarien. Ich will ja, wie gesagt, erstmal das Let's Play durchspielen. Und, also das Spiel, auf die Story durchspielen. Und hier, den retten wir auch noch, den Zivilisten hier. Und jetzt kommen wir zum Boss. End
Endlich wird Curse Vergeltung üben. Oh mein Gott, es ist Curse! Endlich wird Curse Vergeltung üben, aber nicht mit uns. Wir können ihn aussaugen, wir kriegen eine passive Fähigkeit von ihm. Unvergänglich. Neue Kraft verfügbar, ziemlich interessant. Ich weiß noch gut, wie Curse funktioniert, weil ich ihn damals oft gefarmt habe. Grundsätzlich springt er, grundsätzlich macht er schwarzen Rauch auf den Boden. Wir sollten den schwarzen Rauch verlassen, wann immer er diesen schwarzen Rauch macht, denn der macht nach einer gewissen Zeit extrem Schaden auf uns. Nur dieser schwarze Rauch, der da auf dem Boden ist, der zieht schon richtig rein. Ich würde gerne nochmal Curse angreifen hier. Ah, machen wir noch eine Rückenüberladung. Sehr gut, und jetzt saugen wir ihn aus. Also gleich. Das war's. Grandios. Wir haben Uru bekommen hier. Was du gemacht hast, war nicht okay. Ich sorge dafür, dass du das. Achso, die sind gerade gesprungen, deswegen sind die noch da. Kriegen wir auch mal weg. Da ist eine Kiste. Ja, Attack Speed Bonus hat uns hier wirklich sehr geholfen. So, den Ring nehmen wir auch noch mit. Und ich würde gerne noch die Gegner hinten wegpusten. Das machen wir aber gleich. Was ist das hier? Spezialgegenstand, Findrate, Deflect Multiplier. Ja, könnte man tragen. Braucht man nicht unbedingt. Lass ich mal weg. Ich will noch mal ganz kurz die Dealer wegpusten. Die da, die da am Eingang stehen. So, sehr gut. Also wir haben jetzt hier alles geschafft. Und als nächstes müssen wir, hier können wir nicht rein, als nächstes müssen wir mit ihr hier reden, mit Sif, Schlacht um Asgard. Sprich mit Lady Sif. Willkommen in Asgard. Du hast unsere glorreiche Stadt wieder sicher gemacht. Wir stehen tief in deiner Schuld, Held. Die Dunkelelfen und Frostriesen haben einen schändlichen Versuch unternommen, die Stadt mit Hilfe der Kälte von Jötunheim zu vernichten. Du hast sie tapfer besiegt und dafür gesorgt, dass Curse den ersehnten Frieden nicht länger gefährdet. Es werden nun viele kommen und dabei helfen, die heiligen Hallen wieder in alter Schönheit erstrahlen zu lassen. Das ist doch superklasse. Heimdall wird sich außer sich vor Freude sein, wenn er von deinem Sieg hört und sprich mit ihm in der Nähe des Bifrost-Tors. Machen wir. Wir gehen mal dahin. Heimdall ist außer sich vor Freude. Und wir zeigen ihm mal, dass er das auch sein darf. Der ist, glaube ich, noch... Ist er nicht am Anfang? Sollte nicht am Anfang sein? Ach so, der ist der... Ah, oder muss ich da erstmal durch? Sprich mit Fandral in Odins Palast. Vielleicht ist Heimdall ja auch da. Komm, ich ignoriere mal diese Gegner hier. Die spawnen ja sowieso, wie ihr gesehen habt. Na gut, wir haben hier Odins Palast. Die Ehre von Asgard. Begib dich zu Odins Palast. Und das machen wir in der nächsten Episode, Freunde. Wir bleiben erstmal hier bei Sif. Posieren ein bisschen, schauen mal, was sie für Waffen hat. Ein Schwert und ein Schild, sehr interessant. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn nicht... Du hast echt keinen Plan. Ganz genau. Und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Folge von Let's Play Marvel Heroes Omega. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.